Meine Einschätzung ist, dass ich mich erst einmal auf fundamentale Probleme der präventativen Medizin konzentrieren würde. Also nicht für gewisse Krankheiten, sagen wir Alzheimer's oder Herzkrankheiten und so weiter, sondern über Sachen wie insbesondere das Rauchen und die Ernährung. Wenn man da fundamentale Änderungen schon am Anfang des Lebens macht, als ich spreche von Rauchen, natürlich nicht bei Babys, aber ich spreche schon, sagen wir, von 12 oder 14 Jahren an, dass Leute einfach nicht mehr rauchen, ohne erklären, warum man es nicht tut, anstatt zu sagen, das ist illegal, nicht? Leider geht das gewöhnlich nicht so. Und dasselbe mit dem Essen. Ich spreche natürlich über ein Problem, das noch eher gesehen in den Vereinigten Staaten, obwohl es natürlich auch hier ärger und ärger wird. Dann hat es ökonomische und auch lebensqualitative Effekte, die enorm sind, die natürlich jahrzehntelang einen Effekt haben. Also das Zweite ist, dass man Behandlungen hat, finden muss, die sich auf den individuellen Patienten konzentrieren. Das ist also Patientbehandlung anstatt gesellschaftliche. Nicht sagen wir finden irgendetwas gegen Krebs. Also es ist unmöglich, etwas gegen alle Krebs zu finden. Nicht für gewisse und eigentlich auch nur bei gewissen Personen. Und natürlich die ganze Richtung der modernen Forschungsmedizin, ich spreche nicht von der praktischen, mehr und mehr auch sich auf individuelle, sogar genetische Faktoren zu konzentrieren von Personen, weil man jetzt genetisch die Personen natürlich als individuelle Personen analysieren kann, während man das vorher nicht tun könnte. Ich glaube, das sind die zwei Richtungen. Ja, bis jetzt hat es mir sehr gefallen. Ich weiß noch nicht, was damit passieren wird. Aber wenn Leute nachher, also Leute, natürlich die Öffentlichkeit, wirklich das anhören und nicht nur die Ohren schließen, wirklich das anhören, dann könnte das etwas Positives sein.